Anime-Serie. Das andere sind Mechas. Oder Super-Robots, wenn sie riesig sind. Ach, ich erklär's dir nochmal. Also. War das nicht so richtig? Das war ein Seufzer des... Du hast es fast richtig. Also, ach, fast richtig, okay. Es sind alles Mecha. Diese Roboter sind aus japanischer Sicht Mechas. Wir würden sie Mechs nennen. Aus westlicher Sicht. Wenn du nicht wüsstest, dass es eben Mechas sind. Also unter Mechs stellst du dir normalerweise andere Sachen vor. Naja. Ja, stimmt. Das sind diese PCs, die ich keiner mag. Aber wenn... Ja, zum Beispiel. Okay. Die PCs, die keiner mag und teuer sind. Nee. Richtig. Nein, das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Entschuldigung, liebe Mac-Benutzer. Naja. Naja, es ist ja jetzt nicht abzusprechen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis unterirdisch ist. Also, ja, ich entschuldige mich bloß bei allen Mac-Nutzern. Ich finde ja auch, ein iPhone an sich ist ja nicht schlecht. Also, es ist ja ein gutes Handy, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach mal so weit unten. Das tut weh. Es ist ein Smartphone. Ja, das ist auch... ganz andere Sachen sind das auch. Das kann auch der neue Kühlschrank von Samsung sein, auf dem Android läuft. Auf den freue ich mich schon. Ja, auf den freust du dich ganz besonders. Das glaube ich. Tu dich. Wobei ich mich natürlich auch immer wieder frage, okay, wofür brauche ich diesen diesen Kühlschrank? Wofür brauche ich den? Wenn jetzt irgendwie ich einen Essenslieferanten dann sagen könnte über diesen Kühlschrank, okay, das ist nicht drin, bring. Dann, ja, dann wäre das ja gut. Ich weiß nicht, vielleicht kann der das ja. Aber. Ja, das wäre ziemlich cool. Das wäre ja dann auch wieder so eine Preisgeschichte. Der musst du ja auch wieder bezahlen, diesen Lieferservice und alles. Da ist es doch immer noch besser, einfach selbst loszustapfen und das ganze Zeug ranzukarren. Wie man es nimmt. Ist das die Zukunft? Vielleicht. Fragen über Fragen, aber keine Antworten. So, weiter spielen. Wir werden es eh nicht erleben. Wahrscheinlich. Zurück zum Spieljahr 2012? Ja, wir waren bei Dynasty Warriors. Ich hab dir die Gundam-Geschichte noch nicht ganz erklärt. Also das kannst du schnell machen. Im gleichnamigen Anime- bzw. Manga-Universum sind halt die Gundams, diese Mecha eben. Weißt du, die gibt's da... Ja, die sind so Military-Mecha-mäßig, wenn du es jetzt nochmal unterkategorisieren willst. Also davon gibt's viele. Die sind da ein ganz normales Kriegsgerät. Es gibt auch wie bei Code Geass die Nightmare Frames. Zum Beispiel. Und es gibt halt auch, wenn wir jetzt mal speziell bei Gundam 00 sind, der Anime-Serie, auch ganz starke Gundams, halt den 00, weißt du? Oder wie bei Code Geass den Albion. Genau. Also es gibt halt auch ein paar spezielle starke. Und die Super Robots sind dann meistens welche, die schon eine Art Charakter haben oder die, von denen es halt nicht viele gibt, so. Weißt du? So wie zum Beispiel Evangelion. Zum Beispiel. Die leben ja mehr oder weniger. Ja. So, jetzt sollte deine Frage geklärt sein. Und vergiss es nicht wieder. Okay. Jetzt muss ich nur noch ganz schnell in mein Lager kommen. Damit ich nicht sterbe und es dann nicht vergessen kann. Ja, Monsterfleisch können wir erstmal kochen. Tja, und es gibt halt, wie gesagt, bei Dynasty Warriors auch eine Gundam-Version und so. Ich glaube, als die PlayStation 3 2006, war es 2006, ja, ich glaube, das ist erschienen, Anfang 2006, da gab es auch ein Gundam-Spiel dazu, was unterirdisch war. Unterirdisch? Ist schlecht. Und dann gab es irgendwann 2011 ein Spiel, wenn ich mich so erinnere, was schon besser war. Aber die Spiele musst du halt mögen, sag ich mal, also du musst diesen Fable dafür haben. Fable-Witz. Ah, Fable the Journey ist dieses Jahr erschienen. Und Fable, das ist der dritte Teil, oder? Das ist von der Fable? Vierte, wenn du es so sagen willst. Aber es ist halt ein Unterteil. Ach so. Ein Unterteil. Aha, ein Unterteil. Oh ja. Es war auch unterirdisch. Schlecht. Ja, ob da jetzt nochmal Peter Molyneux ein Fable-Teil machen wird, glaube ich erstmal nicht. Nachdem das so gefloppt ist hier, Fable the Journey mit Kinect und sowas, konnte es ja halt... Und nur mit Kinect spielen und das war dann, naja, es hat diese Kinect-Krankheiten, diese üblichen. Ja, hast du ja mal irgendwo schon mal was gesagt zu das Kinect bei manchen, das war irgendein Zombie-Spiel. Das war Rise of Nightmares, was da auch Horror mit Kinect bringen wollte und auch kläglich gescheitert ist. Ich meine, an sich ist die Idee cool, aber technisch funktioniert es noch nicht so gut bei solch komplexen Spielen. Ja. Da frage ich mich eigentlich, was ist aus Rise geworden? Das ist das Spiel von Crytek, also dem deutschen Entwicklerstudio Crytek. Hm. Weißt du ja? Ich weiß, wer Crytek ist, ja. Ganz dämlich bin ich nun auch wieder. Das ist ein, dass es jemand da draußen nicht weiß. Achso, okay.
Du bist. Entschuldigung, ihr da draußen, ihr Unwissenden. Ja. Ich will es ja bloß verständlich erklären, weißt du? Ja, okay. Ist ja nicht böse gemeint. Was? Ist es böse gemeint? Ist nicht. Schande über dein Haupt. Ich weiß, aber ich wollte das jetzt falsch verdrehen und so. Wolltest du es verdrehen? Nee. Ja. Dafür ist dieses Mikro zu gut. Das kannst du nicht anders darstellen, als es ist. Das hört man zu gut. So, noch eine ganz kurze Ankündigung. Ich kaufe mir auch bald ein neues Mikro. Ja, darauf freue ich mich schon. Damit wir alle hier zufrieden sind. Mit unseren Ohren schön dem Klängen lauschen können, die er von sich gibt. Ja, genau. Und ich baue mir jetzt ein Schweinehaus. Ein Schweinehaus. Oh. Ich glaube, ich bin hier schon seit 9 Tagen nur auf der Suche nach Zeug oder nach Grundmaterialien und so und baue mir hier alles Mögliche auf. Ah, interessant. Also wenn man ein Schweinehaus baut, kommt da auch ein richtiges Schwein raus. Oh, das ist sozusagen mitgeliefert? Ja, und das kannst du dir wahrscheinlich jeden Tag dann schlachten und freust dich halt, dass du es geschlachtet hast. Hm, da freuen wir uns doch alle. Naja, weißt du jetzt, was in Dynasty Warriors ungefähr ist? Ja, in etwa. Okay. Ich glaube mal, auch eine Person, die du kennst, bei der hatten wir schon mal dieses Spiel gespielt. In der PlayStation 2 Version. Welche Person denn? Da muss mir jetzt die bekannte Person. Welche mir bekannte Person denn? Eine Person, die auch ein... Ich weiß nicht, ich kann seinen Namen, du meine hier nicht nennen, weißt ja. Aussehen beschreiben ganz schnell. Brille. Gut. So schnell. Ich kenne jetzt nicht so viele Leute mit Brille. Und wenn du jetzt noch sagst Base Cape, dann haben wir's. Ja, Militär Base Cape. Dann haben wir's. Ja, ja, bei ihm hatten wir das schon mal gespielt, glaube ich. Aber da hatten wir auch schon mal, wie hieß es, Champions Jumanji. So gespielt. Und Jumanji. Ach, Champion. Champions, stimmt. Ah, das haben wir auch bei dir gespielt gehabt einmal. Ja, das hatten wir auch mal gemacht. Allerdings hatte ich kein Multitap, glaube ich. Man braucht ja bei der PlayStation 2 Multitap und zu viert spielen zu können. Ja, braucht man. Und selbst wenn man es hatte, hat es nicht immer funktioniert. Das lag nun daran, dass ich das Multitap für die große PlayStation 2 hatte. Dann ist die kaputt gegangen, habe mir die kleine Slim gekauft und bei der waren die Abstände halt kleiner zwischen den Anschluss für Controller und der Memory Card Slot. Und deswegen hat dieses große Multitap nicht mehr funktioniert. Achso. Konntest du halt nicht mehr dran stecken. Es gibt Sachen. Ja. Die will man nicht verstehen. Es gibt Sachen, da frage ich mich immer noch, wie kann ich mich noch daran erinnern? Oh, ich auch. Das denke ich eher nicht. Nein, wie ich mich daran erinnern kann, frage ich mich immer. Ja, wie kannst du es? Kannst du nur. Nicht, wie kann ich nur, wie habe ich es nur geschafft? Ja, es vergessen zu können. Oder halt nicht. Mhm. Ja, Champions war auch ganz nett. Ich glaube auch auf der PlayStation 2 eins der besten Action-Rollenspiele, oder? Wir haben jetzt nicht so viel gespielt. Ja, aber ich glaube, so viel gab es eh nicht an Action-Rollenspiel auf der PlayStation 2. Ey, mir ist gerade eine neue Idee für ein Let's Play Together gekommen. Aha. Oh, jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ob es das war. Wir haben mal bei dir am PC was gezockt. Ich weiß nicht, ob es Drakensang 3 war. Drakensang 3? Hä? Oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also es gibt Drakensang oder 1, sag ich mal. Nein, oder Dragon Siege 3. Also ich weiß, dass wir mal Trine zusammen gespielt haben. Das haben wir nie zusammen gespielt. Echt? Wir wollten, haben wir aber nicht. Haben's aber nicht, okay. Noch irgendein anderes Spiel. Oh. Dragon Siege. Ich weiß nicht, es gab irgendein 3, da konnte man... Ist ja auch egal. Wir sollten über das Spielejahr 2012 reden. Mhm. Du könntest das Spiel auch beschreiben. Ist es auch egal. So wichtig ist es nun wieder nicht. So. War es denn ein gutes Spiel? Wir haben nur 5 Minuten gespielt. Mhm. Das war nicht besonders lange. Okay. Tja, das Spielejahr 2012. Was habe ich noch gespielt? Lies mal ein paar Sachen vor, vielleicht weiß ich dann. Ja, muss ich mal rüber gucken. Was haben wir denn da noch? Crusader Kings 2 sehe ich gerade. War das nicht so ein Abklatsch von den Medieval-Spielen, beziehungsweise den Total War-Spielen? Naja, diese Leute machen, das ist ja von den Machern von Hearts of Iron. Nee, okay. Ich weiß, King Arthur und das war so ähnlich wie die Total War-Spieler. Auf jeden Fall.
Crusader Kings ist halt so eine Sache. Ist das denn so wie Hearts of Iron? Nein. Okay. Ist es so wie King Arthur? Habe ich nie gespielt. Arthur ist so wie Medieval. Bloß schlechter Grafik und Farbewesen. Nein, nicht. Es ist halt... Wie soll ich beschreiben? Es ist wesentlich komplizierter. Also es ist wirklich... Also es... Ich kann es kaum beschreiben. Es ist, aber halt das... Es ist knallharte Rundenstrategie, oder wie? Es ist, glaube ich... Ja, es ist... Ist es überhaupt Rundenstrategie? Ist Rundenstrategie. Ich habe hab das Spiel nicht gespielt. Es ist nicht knallhart, aber es ist halt... wirklich auch zum Teil ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen grenzwertig, aber es gefällt mir nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt vor allem nicht. Aha. Das Spiel kostet 40 Euro. Okay. War das nicht jetzt letztens für 15 Euro im Steam-Deal? Für 20 Euro waren es im Steam-Deal. 20 Euro. Aber das war so, es passt einfach nicht. Was sind denn deine Kritikpunkte? Also, vor allem Kritik ist halt... Die Grafik. Das ist halt... Ne, die Grafik nicht, okay, ne? Okay. Hätte ich jetzt bei... Bei Rundenstrategie ist mir das sowieso meistens... Das war, glaube ich, gar keine Rundenstrategie. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei Rundenstrategie ist mir das eh meistens... Also so, wo man halt nur eine große Weltkarte hat, ist mir das eh immer relativ egal. Ich spiele auch Supremacy, ja, was jetzt auch nicht so die Mega-Grafik hat. Aber es ist halt einfach dieser Kritikpunkt des Komplizierten. Es ist wirklich einfach verdammt kompliziert. Willst du es wirklich also, jetzt, das wäre ja dann eher ein subjektiver Kritikpunkt. Also ja, es gibt warte, Leute, die ich, mögen sowas. Wenn es extrem kompliziert ist. Willst du sagen, es ist verschachtelt alles, so die Menüs oder wie? Es ist unzugänglich, weißt du, als Einsteiger oder was willst du sagen? Ja, es ist für Einsteiger wirklich unzugänglich. Danke, dass also, du mir dabei geholfen hast. Du wirst sozusagen ja, mit dieser Art von Rundenstrategie-Genre nicht warm. Nee, werde ich nicht. Also das ist für mich nichts. Dann lieber weiterhin Medieval oder halt meine wunderbare Echtzeitstrategie, die ich über alles liebe, wie mit Dawn of War. Nicht Echtzeit, Taktik, Echtzeit, Strategie, Dawn of War, ersten Teile, Ahu. Ja. Echtzeit, Taktik kann ich mich nicht mit anfreunden. Echtzeit, Taktik, geht weiß ja nicht. Vor allem Taktik-Shooter, das finde ich ja nochmal eine Stufe schlimmer. Finde ich ganz in Ordnung, also ich mochte Ghost Recon zum Beispiel oder Rainbow Six. Rainbow Six, gut. Ja, gut, Rainbow Six, die Reihe hat mir sehr gefallen. Ghost Recon, nee, ja, weniger. Da habe ich auch immer noch, bei Ghost Recon habe ich vor allem diesen Punkt, du siehst dein Gewehr nie. naja... Ich weiß kommt nicht, auf ob den Teil an. Ich glaube, bei den Advanced Warfighter Spielen, da auf dem Computer kannst du auch in der Ego-Perspektive spielen und da siehst du deine Waffe. Ach so, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ja. Weil ich wollte gerade sagen, bei Dingens, bei Ghost Recon Future Soldier haben sie es wahrscheinlich jetzt schon geändert. Ja, natürlich. Das war ja ziemlich gut, glaube ich, habe ich gehört. Weiß das war eine nicht. Überraschung. Ich hab's denn... Das ist aber von 2011, oder? Oder von 2010? 2012. Es war ich 2012? Ja, Future Soldier war 2012. Da hatten die, glaube ich, sogar noch auf der Pressekonferenz 2011, als es angekündigt war, so großen Kladatsch gemacht mit dieser Funktion, dass du deine Waffe mit Kinect auseinanderbauen kannst und sowas. Ja, dieses typische Army-mäßige Yay-Waffen und so, weißt du? Und dann kannst du die auseinanderbauen und mit der Hand so zur Seite streifen und dann dreht sich da halt dieses Menü und du kannst neue Sachen dran montieren und sowas alles. Das hört sich an sich aber ganz cool an. Ja, wenn es nicht so extrem unnötig wäre und mit Controller schneller gehen würde. Aber an sich hört sich lustig an. Also jetzt die Idee an sich ist gut. Ja, das beschäftigt 5 Minuten und dann war's das. Dann nimmst du den Controller und dann machst du es damit, weil es schneller geht. Das ist so zum Vorführen gut. So, das guck kann, mal her, was wir können sein. Und so. Scheiß Angeber. Was habe ich denn hier nochmal auf meiner Liste? The Binding of Isaac, da kennst du dich auch. Ich müsste eigentlich mal wieder aufnehmen, finde ich. Willst du mal wieder? Mal gucken. Du mit deinem 500 ja Stunden oder wie viel es sind. Dank Bug. Dank Bug. Ja, der Bug ist ja immer noch herrlich. Ich glaube, wenn ich richtig nachgeguckt habe, dann waren es 60 Stunden oder so, die ich da gesehen hatte. Bei dir mal. Im Westen. Richtig gespielt habe ich 66 Stunden. Das ist aber auch schon ganz schön heftig. Für so ein Spiel. Man beschäftigt sich wirklich sehr lange damit, muss ich sagen. Also es hat wahrscheinlich dann bei dir den Nerv getroffen, oder? Ja, es gefällt mir sehr gut. Ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mit angefangen. Also es kannst du denn was dazu erzählen, wenigstens? Also entweder ihr guckt und euch... Entweder die Leute können sich die Let's Plays angucken erstmal. Das ist das Erste.
Ja, du kannst ja auch mal ein bisschen was hier dazu erzählen. Ja, überlege ich gerade. Weil, ich sag dir, was Wichtiges dazu zu sagen.